Die Bedeutung der Veranstaltung und die Bedeutung der Thematik wird dadurch unterstrichen, dass unser zuständiger Bundesminister, der Bundesminister für Digitales und Verkehr, Volker Wissing, die Schirmherrschaft übernommen hat in diesem Jahr für die Veranstaltung. Während andere Wirtschaftszweige noch überlegten, ob Digitalisierung etwas ist, was sie wirklich machen müssen, hat die Baubranche angepackt und losgelegt. In einem Tempo, das wirklich beeindruckend ist. Die Digitalisierung und BIM ist ein sehr wichtiges Thema für uns an der RWTH Aachen. Einerseits, um die Studierenden für die Zukunft des Bauwesens vorzubereiten und andererseits natürlich auch unsere Industriepartner mit Lehr- und Forschungslösungen für die Zukunft zu stärken. In den Fokus rückt einfach immer mehr, dass wir ja Daten übertragen müssen, dass Systeme miteinander operieren, dass man einfach alles, was es gibt, bestmöglich miteinander kombiniert, um so wirklich zum Thema BIM auch wirklich einen Nutzen zu haben und nicht nur so singuläre Einzellösungen propagiert, sondern das große ganze Projekt im Blick hat. Die Herausforderung, da ist noch viel Luft nach oben, sagen wir es mal so, damit wir wirklich endlich in eine digitale Erfassung des Gebäudebestandes kommen, um dann einen guten Betrieb zu gewährleisten. Die Chancen sind riesig, weil ich damit wirklich dann das Ganze der Wertschöpfungskette abbilden kann, also planen, bauen und betreiben und gegebenenfalls auch den Rückbau. Aber hier ist noch einiges zu tun und da müssen wir unbedingt dringend ansetzen, damit die öffentliche Hand hier BIM-fit gemacht wird. Ja, wir wollen zunächst mal für uns in der UFB-Projektentwicklung einen BIM-Standard setzen, der für jedes Projekt verbindlich ist, um dann frühzeitig eine Basis zu haben, um unterschiedliche Themenfelder bedienen zu können. Und wenn wir das nicht frühzeitig genug in die Projekte reinbringen, haben wir später keine Möglichkeit mehr. Wir haben heute ganz spannende Projekte gesehen. Einmal in BIM in der Praxis und zum anderen in Lehre und Forschung und insgesamt eine wahnsinnige Bandbreite von Ökobilanzierung über Tunnelbau bis hin auf der anderen Seite ins Handwerk. Ereignisreichen ersten Tag des Symposiums starten wir heute in den zweiten Tag des Frankfurter BIM-Symposiums. Hier sind ganz viele Experten, egal aus welcher Disziplin. Es geht in ganz unterschiedliche Richtungen, ob Planung, ob Ausführung, ob Betrieb, ob später für Investoren relevant. Insofern ist es für uns auf jeden Fall eine schöne Veranstaltung, ganz viel Wissen aufzusaugen und das eine oder andere mit nach Hause zu nehmen. Ich fand es erstmal sehr schön, die Räumlichkeiten hier zu sehen, auch mit welcher Begeisterung die Stände hier aufgebaut wurden und auch präsentiert haben. Highlights gibt es hier viele, vor allen Dingen die Menschen, die man hier trifft und Gleichgesinnte, die alle an der Digitalisierung im Bauwesen interessiert sind. Warum man sich im BIM-Cluster selbstverständlich engagieren sollte. Durch dieses Netzwerk und je größer es wird und je mehr unterschiedliche Firmen und Interessenten auch mit da reinkommen, desto interessanter wird das ganze Spektrum, weil wir im BIM Synergien schaffen müssen.